Übung 1, Gedankenfreiheit. Gestatten Sie mir, bevor wir beginnen, noch einige einleitende Worte. Bei dieser Übung dreht sich alles um das wertfreie Wahrnehmen von Empfindungen. Das wertfreie Wahrnehmen ist deswegen wichtig, damit die Übung gelingt. Denn es setzt eine Akzeptanz der aktuellen Situation voraus, und zwar genau so, wie sie sich in diesem Moment darstellt. Ein Beispiel dazu. Sie spüren Kälte in Ihren Fingerspitzen, weil Sie, aus welchem Grund auch immer, sehr oft kalte Fingerspitzen haben. Warme Fingerspitzen wären Ihnen aber viel lieber. Akzeptieren Sie diese kalten Fingerspitzen in der aktuellen Situation einfach. Sollten Sie sich jetzt darüber ärgern, gelingt diese Übung nicht, da Ärger ein negatives Gedankenmuster darstellt. Ein positiver Effekt dieser Übung kann es sein, dass Ihre Fingerspitzen oder sogar Ihre beiden Hände nach der Übung richtig warm sind. Probieren Sie es einfach aus. Anmerkung: Sie werden in dieser Übung komplett geführt. Solange Sie nichts anderes gesagt bekommen, können Sie Ihre Augen geschlossen halten und die aktuelle Situation entspannt genießen. Bitte setzen Sie sich, wenn nicht bereits geschehen, hin und lassen Sie dabei Ihre Füße parallel auf dem Boden ruhen. Die Hände liegen locker im Schoß oder auf den Oberschenkeln ab. Beide Hände berühren sich nicht. Bringen Sie jetzt die Spitzen der Daumen mit den Spitzen Ihrer Zeigefinger zusammen. Schließen Sie jetzt die Augen und halten Sie diese während der gesamten Übung geschlossen. Nehmen Sie jetzt die Fingerspitzen von Daumen und Zeigefinger Ihrer rechten Hand wahr. Stellen Sie fest, welche Empfindungen Sie dabei haben. Spüren Sie Wärme, Kälte, ein Kribbeln oder Pochen in Ihren Fingerspitzen? Spüren Sie vielleicht den Puls in Ihrer Daumenspitze? Nehmen Sie die Empfindungen, die sich Ihnen jetzt zeigen, 5 Sekunden lang wertfrei wahr. Öffnen Sie nun die Augen und stellen Sie sich nun folgende Frage: Welche Gedanken hatte ich während dieser Übung? Ist es nicht so, dass für diesen kleinen Moment keine Gedanken da waren? Ist es nicht erstaunlich, dass man durch einfaches Beobachten urplötzlich aufhören kann zu denken und dass diese Gedankenlosigkeit quasi als Nebeneffekt positive Empfindungen hervorgerufen hat? Ist es nicht so, dass Sie ein Gefühl der Ruhe, des inneren Friedens, der Zufriedenheit, eine Art Leichtigkeit oder irgendein anderes positives Gefühl verspürt haben? Ich nenne dies die Wohlfühlphase des Quantum Purification Systems. Diese Wohlfühlphase ist gleichzeitig ein Anzeichen dafür, dass Ihr vegetatives Nervensystem auf Heilung umschaltet. Es fängt an, die Strukturen im Körper zu reorganisieren, die nicht der ursprünglichen Ordnung entsprechen. Sie haben begonnen, Ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Lassen Sie uns jetzt mit der linken Hand weitermachen. Schließen Sie jetzt wieder Ihre Augen und halten Sie diese während der gesamten Übung geschlossen. Nehmen Sie jetzt die Fingerspitzen von Daumen und Zeigefinger Ihrer linken Hand wahr. Stellen Sie fest, welche Empfindungen Sie dabei haben. Spüren Sie auch hier Wärme, Kälte, ein Kribbeln oder Pochen in Ihren Fingerspitzen? Spüren Sie vielleicht den Puls in Ihrer Daumenspitze? Nehmen Sie die Empfindungen, die sich Ihnen jetzt zeigen, 5 Sekunden lang wertfrei wahr. Wie war es jetzt? Konnten Sie Ihre Empfindungen wieder gedankenfrei beobachten? Ja? Klasse! Sollten sich jetzt mit dem Wissen, dass die Gedanken verschwinden,
wenn man etwas beobachtet, diese wieder in den Vordergrund gedrängt haben, dann ist das normal. Wir sind ja seit unserer Geburt darauf konditioniert, ständig zu denken. Wiederholen Sie diese Übung jetzt 7-mal und gewinnen Sie so die nötige Erfahrung mit dem Zustand der Gedankenlosigkeit. Wenn Sie feststellen, dass Sie sich während des Wahrnehmens wieder in Gedanken verlieren, ist dies vollkommen in Ordnung. Beginnen Sie einfach von vorne. Wenn Sie noch ein paar Schwierigkeiten haben, gestehen Sie sich lieber noch ein paar Tage zu, an dem Sie diese Übung immer und immer wieder durchführen. Es dauert manchmal eine gewisse Zeit, bis wir uns an den Zustand der Gedankenlosigkeit gewöhnt haben und unser wahres Selbst über den Quälgeist in unserem Kopf, die Gedanken, siegt. Zu diesem Zeitpunkt ist mir nur wichtig, dass Sie erkennen, dass Sie, wie jeder andere, in der Lage sind, Ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Sollte Ihnen diese Übung gelungen sein, so erweitern Sie diese. Fangen Sie nun an, erst die Empfindung in den rechten und dann in den linken Fingerspitzen wahrzunehmen. Wechseln Sie einfach intuitiv immer und immer wieder die Seite. Wie lange? Das ist Ihnen überlassen. Je länger Sie es schaffen, umso länger schaltet Ihr Körper-Geist-System auf Heilung um. Erweiterungen und Ergänzungen dieser Übung finden Sie im Buch Die Heilkraft des Herzens und auf der neu erhältlichen CD Übungen und Meditationen, die passend zum Buch erschienen ist.